Hallo und herzlich willkommen zu diesem YouTube-Video. Schön, dass ihr dabei seid. Ich möchte heute mit euch über meine Hunde sprechen. Meine Hunde aus dem Tierschutz. Ja, wie fange ich eigentlich an? Bei 9 Hunden habe ich auch viele Geschichten zu erzählen und ich beginne einfach mal mit meiner Marie. Marie ist jetzt fast 14 Jahre bei mir und begleitet mich auf all meinen Wegen hier durchs Revier, bei den Spaziergängen und hat so viel Liebe und so viel Ruhe bei sich. Marie kommt aus dem spanischen Tierschutz und sie ist die Mutter vom Revier für Hunde. Sie ist eine Seele von Hund, sie ist so ein ruhiger, ein ausgeglichener und ein starker Hund und ich liebe Marie sehr. Wer mich kennt, der weiß, ich liebe ältere Hunde und Marie ist genau so ein Hund. Sie hat die Weisheit in sich und das schätze ich sehr. Marie kam ungefähr zeitgleich mit der Mizi, die da vorne auf der Seite liegt, auch aus dem spanischen Tierschutz. Ja, Mizi ist so ein bisschen so die kleine Mizi-Maus aus meinem Rudel, weil sie ist so der Hund, der eigentlich am wackeligsten ist. Ne? Sie ist sehr schnell mit Bellen, sie kann auch schon mal ganz schnell nervig sein und trotzdem liebe ich sie sehr. Was heißt, sie ist nervig? Ja, sie hat in bestimmten Situationen einfach nicht wirklich die Ruhe weg. Aber jeder Hund ist ja anders. Wenn man sich überlegt, welche Ruhe von Marie ausgeht, kann man sich vorstellen, dass junge Hunde da ganz, ganz anders sind. Wo gehe ich weiter? Bei meiner Molly. Schaut mal, da liegt sie. Molly ist jetzt auch fast 12 Jahre bei mir, kommt auch aus dem spanischen Tierschutz und ist die Meisterin der Kommunikation. Viele von euch lieben Molly. Und ihr schickt ganz viele Nachrichten, dass ihr Molly mal gerne ein Wochenende bei euch hättet als Coach. Ja, da sagt sie natürlich, sie würde die Fanpost gerne selber bearbeiten, aber Außentermine würde sie nicht machen. Na, Molly ist wirklich echt ein super lustiges Mädel und richtig cool. Wo geht's weiter? Weiter geht's hier bei der Ola. Guckt mal. Die Ola aus Portugal. 9 Jahre hat sie an der Kette gelebt. Und jetzt ist sie der glücklichste Hund der Welt. Ne, Ola? Oder, mein Schatz? Hm? Was machst du? Freust du dich des Lebens? Super. Ja, also Ola hat... Richtig, das wollte sie noch dazu sagen. Ola ist hier im Revier bei mir angekommen und hat vorher 9 Jahre an der Kette in Portugal gelebt und ist dann von Tierschützern befreit worden und dann vermittelt worden. Und ihr ging es wirklich sehr, sehr schlecht. Sie hatte die Augen verbrannt, weil sie die ganze Zeit in der Sonne gelegen hat. Und jetzt ist sie ein glücklicher Hund. Ich mag sie sehr, die kleine Erdnuss aus Portugal. Ne, mein Schatz? Weiter geht's hier unten. Der Babu. Der Babu ist aus Portugal. Ja, also wer mich kennt, der weiß, ich bin viel in Portugal unterwegs. Und der Babu kam mit der Lisa aus Portugal. Denn die Lisa hat den Babu in einem portugiesischen Tierheim gesehen und ihn dann zu sich genommen. Ach, da ist die Marie wieder im Bild. Aber Babu ist auch eine ganz, ganz tolle Seele. Schaut mal. So ein ganz zart besaiteter. Babu unter uns, der ist auch manchmal sehr schnell eingeschnappt. Naja, aber so hat ja jeder Hund und auch jeder Mensch seine Charaktereigenschaften. Ja, dann geht's weiter. Da hinten im Korb, da liegt die Cookie. Die Cookie kommt aus Spanien und ist letztes Jahr im Frühjahr in das kleine Revierrudel gekommen. Und die Cookie hatte keinen besonders guten Start. Sie war etwas kränklich und wir haben sie ziemlich aufgepäppelt, aber jetzt lebt sie hier ein wunderschönes Leben. Ja, Cookie ist jetzt gerade mal knapp 1 Jahr alt und wenn ich bei jungen Hunden bin, dann geht es doch sofort weiter. Und zwar mit diesem Dreier, Gemüse, sage ich mal. Die drei
die kosten mich wirklich Nerven und sind manchmal sehr, sehr anstrengend. Wie ihr seht, habt ihr hier einmal die Beju, die Hazel und die Teja. Und wer die Geschichte mitverfolgt hat, hat gesehen, dass Beju und Hazel gemeinsam mit der Lisa und mir aus Portugal im Flugzeug hier nach Deutschland gereist sind und haben dann hier ihr Zuhause gefunden. Die gehen mir manchmal tierisch auf den Senkel, weil die sind anstrengend. Die sind noch sehr, sehr jung und das kostet enorm viel Energie. Und man muss da immer wieder aufpassen, dass man ihnen auch deutlich zeigt, wo die Grenzen sind. Die Marie, die ist manchmal echt angenervt. Ja, das kann ich aber auch verstehen. Also was macht ihr denn hier überhaupt? Ihr müsst mal lernen, euch zu benehmen. Aber ich sehe es ja immer so. Das ist doch eigentlich die schönste Zeit für Hunde, wenn man so jung ist. Dann lässt man auch schon mal so ein paar bestimmte Regeln so von der Couch runterfallen. Ey, du hast Zähne da drin und da solltest du schon mit aufpassen. Könnt ihr euch vorstellen, hier ist immer Stimmung in der Bude. Aber, versteht es nicht verkehrt, ich bin total albern mit den Hunden. Sie dürfen ganz, ganz viel, sie haben ganz viele Freiheiten. Aber es gibt auch Grenzen und Regeln. Und die werden auch eingehalten. Und weil ich möchte nicht, dass ich den ganzen Tag so eine Stimmung in der Bude habe. Die Hunde gehen ja auch alle in die Hundetagesstätte, aber immer nur stundenweise und dann wieder in die Pause, Mittagspause, Nachmittagspause. Und die brauchen auch eben diese ruhigen Momente. Tierschutzhunde machen Spaß, aber sind auch schon mal anstrengend. Aber jetzt schaut doch mal, die neuen Jungen, ne, die junge Generation, ist da auf der Seite. Das ist die Energie, die ich erlebe. Dann schau doch mal hier rüber. Das ist die andere Seite. Das ist die ältere Fraktion. Mitzi, du bist mein Schatz, du. Ja, meine Maus. Ne, bist mein Engel. Und der Babu ist auch ganz ruhig. Jetzt kommt wieder ein bisschen Ruhe rein. Selbst hier unser Lama ist jetzt etwas ruhiger geworden. Aber sobald man sie anwirft, ist sie sofort dabei. Ich meine, Teja ist jetzt knapp ein Jahr alt und noch nicht mal. Und ist ein Herdenschutzhund. Kommt auch aus Portugal. Noch kurz zu ihrer Geschichte. Sie ist mit anderen Hunden, mit drei anderen Hunden in einem Maisfeld gefunden worden und war völlig dehydriert. Und ja, fast verhungert. Die Hunde waren völlig fertig. Bei Außentemperaturen von 40 Grad im Schatten war da eigentlich schon mehr der Zug abgefahren, als dass sie noch Leben in sich hatte. Und dann haben Tierschützer sie gerettet. Dich hat man auch gerettet, du Sauweib. Ich habe mich relativ schnell gemeinsam mit der Lisa in Teja verliebt. Aber unter uns, wir sagen es ihr jetzt nicht, aber sie ist auch eine Schönheit, oder? Meine Güte, bist du ab. Das hat sie gehört. Mist, wollte ich eigentlich vermeiden. Ne? Schaut mal, sie ist eine Schönheit. Aber wenn man ihr das zu oft sagen würde. Kann man da widerstehen? Leute, kann man da widerstehen? Ihr kennt das auch, oder? Ihr wollt die Grenzen setzen, ihr wollt konsequent sein, ihr wollt eurem Hund ganz klar machen, was geht und was nicht geht. Und manchmal ist es einfach nicht möglich. Da werde ich auch weich, so wie jetzt. Ich meine, wer kann da noch ernst bleiben? Und wer kann da nicht ganz viel Liebe empfinden? Ja, noch kurz zu Beju und Hazel. Die Beju ist mir sofort bei einer Tierschutzorganisation an der Algarve in Portugal aufgefallen. Ich habe mich sehr schnell in sie verliebt. Ihr erinnert euch an das Video? Ich weiß nicht, wie viele tausende Klicks du dadurch bekommen hast. Wir haben das alle gefeiert, weil du so süß warst und so klein und so pupsi. Genau, seht ihr? Da ist bei mir direkt schon wieder der Milcheinschuss da. Und Beju habe ich mich dann relativ schnell entschlossen, sie auch mitzunehmen. Und dann kam die Tierschützerin, die Gisela, und meinte zu mir, ja, aber da hängt noch was dran. Und die Hazel sollte mit einziehen. Genau. Also
haben Lisa und ich uns dazu entschlossen, beide mitzunehmen. Häsel und Bijou. Und das war eine gute Entscheidung, weil diese zwei Mädels, hier sind ja Geschwister, sollten nicht getrennt werden. Was für ein wundervoller Augenblick und was für eine wundervolle Reise. Von Portugal mit dem Auto von der Algarve nach Lissabon, dann in den Flieger, vom Flieger aus, dann ins Revier. Traumhaft. Also ich bereue es. Keinen Moment. Naja, ich flunkere ein bisschen. Weil manchmal haben sie mir in den letzten Monaten echt die Nerven geraubt. Die sehen echt süß aus, aber die haben es faustdick hinter den Pfoten und hinter den Ohren. Schaut doch mal die Stehohren und die Schlappohren. Die Häsel ist übrigens die etwas, ja ich sag mal, ruhigere, die etwas erwachsenere. Die hier, die hat einen Schalk im Nacken. Das sind Sauas. Aber die hat auch Anteile von mir und die Häsel auch. Die Häsel hat diese Ruhe von mir und die Bijou, die hat Feuer im Hintern. Und das habe ich auch. Ich habe beide Anteile in mir. Ja, also, mein kleines Familienrudel. Ja, ich bin schon froh, dass ich diese Hunde nicht die ganze Zeit alleine betreuen muss, sondern dass ich da große Unterstützung habe, sowohl von der Lisa als auch hier von den Mitarbeitern in der Hundetagesstätte. Das braucht man auch, weil sonst liegen irgendwann die Nerven blank bei 9 Seelen. Ich bleibe trotzdem dabei. Ich möchte immer wieder Hunden aus dem Tierschutz die Möglichkeit geben, ein wundervolles Leben zu führen. Und genau das ist meine Mission, meine Aufgabe und mein Lebensinhalt. Tierschutz. Ich bedanke mich, dass ihr bei diesem Video dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann klickt doch hier und abonniert meinen Kanal und schreibt vielleicht ein paar Kommentare in diesen Beitrag, ob ihr auch so viele Hunde habt. Na, ich bin ja schon ganz neugierig. Ich wünsche euch einen schönen Tag und mein gesamtes Rudel sagt euch Ja zu Tierschutzhunden.